Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich bin auf Reisen in der Bretagne, um genau zu sein, im Nordfinisterre. Das ist so der nordwestliche Zipfel der Bretagne. Und hier gibt es wunderbar viel zu entdecken, wahnsinnig viele tolle, historisch interessante Orte. Und ich bin heute an einem von diesen, nämlich am Schloss Kergéan. Das befindet sich so zwischen Brest und Morlaix, 20 Kilometer so im Landesinneren von der Küste entfernt. Und dieses Schloss möchte ich euch in diesem Video ein bisschen vorstellen. Es wurde im 16. Jahrhundert gebaut, ungefähr im Jahr 1570. Und damit ist es eines der ersten Schlösser, die in der Zeit gebaut wurden, als die Bretagne schon zu Frankreich gehörte. Denn, vielleicht wisst ihr es nicht, die Bretagne war im Mittelalter weitestgehend unabhängig. Lange Zeit ein Königreich, später aufgeteilt in mehrere starke Herzogtümer. Am Ende ein großes, unabhängiges Herzogtum Bretagne. Wie haben sie das geschafft? Nun gut, man muss sagen, dass Frankreich im Mittelalter natürlich noch nicht die Zentralmacht war, wie wir sie aus der frühen Neuzeit dann kennen. Allerdings verstanden es die Bretonen auch gut, sich mit den Feinden Frankreichs zu verbünden, zuletzt mit Burgund und England. Und genau diese Konflikte, die Frankreich hatte mit Burgund und England im burgundischen Erbfolgekrieg Ende des 15. Jahrhunderts, wollte der letzte bretonische Herzog Franz II. Ausnutzen und zog mit einem Heer nach Frankreich, wollte sie schwächen, wollte vielleicht Gebiete dazu erobern. Allerdings hatte er sich dann doch etwas verkalkuliert. Es kamen nicht so viele Verbündete, wie er sich das gedacht hat. Es kam zu einer großen Schlacht im Jahr 1488, die die Bretonen verloren. Sie mussten einen Friedensvertrag zustimmen, der doch wesentlich war, folgenschwer war. Und vor allem zwei Punkte waren da relevant. Als erstes, die Bretagne durfte sich nicht mehr verbünden mit anderen Mächten und damit verloren sie natürlich ihre starke Stellung. Alleine konnten sie gegen Frankreich nicht mehr bestehen. Und zum Zweiten, und das war vielleicht das Wichtigste, Frankreich sicherte sich das Recht zu, über die Hochzeit der erbberechtigten Tochter Anne von Franz II. Zu bestimmen, also ein Veto einzulegen. Sie mussten gefragt werden, denn Franz II., der letzte Herzog, der hatte keine Söhne. Er hatte zwei Töchter und die erbberechtigte Tochter Anne, ja, um die ging es natürlich. Und Franz II. Starb dann auch kurz nach diesem Friedensschluss als gebrochener Mann. Und das junge Mädchen, ich glaube, sie war 11, Anne, erbte damit das bretonische Herzogtum und war natürlich, ja, vermutlich die begehrteste Partie auf dem europäischen Heiratsmarkt. Alle warben um ihre Hand. Und die Bretonen entschlossen sich, sie zu verheiraten mit Maximilian I., dem römisch-deutschen König, dem Habsburger Maximilian, der später der Kaiser Maximilian I. wurde. Allerdings, nun kamen die Franzosen, denen das natürlich gar nicht zu Pass wurde, nämlich Karl VIII., der französische König, der sagte sich, nee, ich möchte die Habsburger nicht in der Bretagne haben, ich lege mein Veto ein. Das hat er getan und er ist auch gleich so weit gegangen und hat gesagt, ich selbst möchte anheiraten, nicht Maximilian. Es gab ein paar Probleme dabei, nämlich erstens, er selbst war auch schon verheiratet und das Pikante daran war, er war wiederum verheiratet mit der Tochter von Maximilian, die 3 Jahre alt war. Ja, verheiratet, symbolisch mit einer 3-Jährigen. Gut, das konnte er annullieren, heiratete dann die 11-Jährige an und Maximilian stand ein bisschen blöd da, weil er verlor einerseits seine Frau Anne, denn die hatte er schon geheiratet, auch das wurde wieder annulliert, und zum Zweiten verlor er das Bündnis oder die Verbindung mit Frankreich über seine Tochter. Also doppelt in die Scheiße gegriffen, gewissermaßen. Aber er wurde ja noch Kaiser und ein mächtiger Mann. Wie auch immer, dadurch kam erstmal die Herrschaft der Bretagne und der Franzosen oder von Frankreich zusammen. Allerdings so einfach lief es dann doch nicht, weil Karl VIII. Starb kurz darauf. Aber die Franzosen hatten vorgesorgt. Sie hatten einen Heiratsvertrag schon verabredet mit den Bretonen. Und der sah vor, dass dann der Nächste in der Erbfolge, irgendein Onkel dritten Grades, nämlich Ludwig XII., dass der gleich dann der neue Gatte von Anne wurde. Also Anne heiratete Karl VIII., der starb, dann heiratete sie Ludwig XII. Diese Ehe hatte wiederum keine Söhne, allerdings wieder Töchter, ich glaube auch zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine Tochter, Claude, die dann das Ganze erbte, nämlich die Bretagne. Und die Franzosen haben dann diese Claude wiederum ganz früh
beziehungsweise es war Ludwig der XII., verheiratet mit wiederum dem Nächsten in der Erbfolge. Und das war dann Franz der Erste. Franz der Erste und Claude waren dann zusammen. Und das war dann der Moment, wo dann auch die Bretagne und Frankreich zusammenwuchsen. Es wurde nämlich eine Union geschlossen, eine Personalunion im Jahr 1532. Und in dieser Union wurde eben also die Bretagne gewissermaßen damit an Frankreich angegliedert. Teil von Frankreich allerdings behielten sich die Bretonen ein paar Sonderrechte vor. Es wurde ein Unionsedikt verabredet, ein Vertrag geschlossen. Und vor allem drei wichtige Dinge sind da zu erwähnen. Als erstes haben sie eine relative Autonomie, was so die Selbstverwaltung betrifft. Das heißt, sie hatten eigene Generalstände. Zum Zweiten durften dann Steuern nicht beschlossen werden ohne die Zustimmung eben dieser Generalstände. Außerdem, das ist jetzt schon der dritte Punkt, es sind glaube ich sogar vier, außerdem durften bretonische Kirchensitze, Kirchenämter nur an Bretonen vergeben und zu guter Letzt durfte kein Bretone vor einem nicht bretonischen Gericht verurteilt werden. Das heißt, sie bewahrten sich ihre eigene Gerichtsbarkeit. Und dieser letzte Punkt, die eigene Gerichtsbarkeit, die hat jetzt schon was mit dem Schloss Kergeon zu tun. Ortswechsel, ich befinde mich immer noch im Park des Schlosses Kergeon, an einem etwas düsteren Ort, kann man vielleicht sagen. Hinter mir seht ihr etwas verschattet die Säulen der Gerechtigkeit, die hier aufgestellt wurden. Und die haben etwas mit der Rechtsprechung zu tun. Ich muss ein bisschen was erläutern, was das Rechtssystem im Mittelalter und in der frühen Neuzeit betrifft. Denn es war damals natürlich nicht so wie heute, dass es irgendwie zentral von einer Regierung organisiert wird, aber trotzdem unabhängig ist als Justiz. Nein, das Rechtssystem wurde, also die Rechtsprechung wurde übertragen an die lokalen Adligen, an die lokale Grundherrschaft. Das war ein bisschen differenziert, war natürlich in jedem Land, in jedem Gebiet unterschiedlich organisiert. Hier in Frankreich gab es drei verschiedene Formen der Rechtsprechungsmöglichkeit, niedere, mittlere und höhere Gerichtsbarkeit. Das ist vielleicht vergleichbar mit unserem System heute noch, mit Amtsgerichten, Landesgerichten, Bundesgerichten und Ähnlichem. Jede Ebene durfte bestimmte Dinge entscheiden, durfte bestimmte Fälle besprechen. Und diese Säulen, die signalisieren, dass wir es hier mit der höchsten Rechtsprechungsebene zu tun haben. Warum? Das verrate ich gleich. Aber was hat das jetzt mit dem Schloss wiederum zu tun? Nun ja, der Grundherr, der soll, so habe ich es gelesen, reich geworden sein, unter anderem durch dieses Recht zur Rechtsprechung in seinem Grundbesitz. Das war die Familie Barbier, die hier lebte, die hier Grundherrschaft hatte, die an dieser Stelle auch schon ein Herrenhaus vorher besaß. Und einer dieser Barbiers war es dann im 16. Jahrhundert, die dann dieses Renaissance-Schloss hier aufgebaut haben. Und da musste man natürlich entsprechend die Mittel dafür haben. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man dann jetzt aber eigentlich reich werden durch die Möglichkeit der Rechtsprechung? Nun könnte man vermuten, vielleicht als erster Gedanke, dass man ja durch Missbrauch, durch Korruption, durch Gefälligkeitsurteile reich werden kann auf diese Weise. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen, weil wir eben keine unabhängige Justiz haben. Aber das soll wohl nicht der Fall gewesen sein. Ich glaube, die Rechtsprechung gerade in der frühen Neuzeit war in der Regel besser als ihr Ruf oder besser als man sich das jetzt vorstellt in unserem System der Gewaltenteilung. Denn natürlich hat der Grundherr nicht selbst das Richteramt ausgeführt, sondern da gab es gewisse Regeln. Also er musste einen Richter bestellen, der musste wiederum Jura studiert haben. Es gab natürlich Rechtskodizes und es musste dann auch ein Gefängnis da sein und so weiter. Also es war durchaus formalisiert. Ja, aber wie kann man jetzt davon reich werden? Und das, was ich dazu gefunden habe, ich habe ein bisschen recherchiert in dieser Frage, scheint folgender Punkt zu sein. Die Grundherren hatten natürlich Kosten und diese Kosten mussten gedeckt werden über Gebühren. Ich gehe also davon aus, dass also jede Form der Rechtsprechung mit Gebühren verbunden ist, so wie das heute auch noch der Fall ist. Und die Gebühren werden so gestaltet sein, dass für den
Rechtsherren, für den Grundherrn offenbar ordentlich was übrig blieb. Das wird natürlich nicht der einzige Grund gewesen sein. Natürlich wurde hier Landwirtschaft im großen Maßstab betrieben und vor allem die Bretagne im 16. Jahrhundert blühte auf. Nach dem Zusammenwachsen mit Frankreich begann hier so etwas wie ein goldenes Zeitalter. Vor allem, weil nun durch diese neu gewonnene Küste hier am Ärmelkanal, am Atlantik, durch die neu gewonnenen Häfen in dieser Gegend, der Handel von ganz Frankreich sozusagen über diese Häfen auch abgewickelt werden konnte und dadurch aufblühte und davon profitierte auch die Bretagne. Hier wurde sehr viel Getreide produziert, sehr viel Tuchproduktion gab es hier. Das Ganze ist sehr fruchtbar. Warum? Auch das ist ganz interessant, weil die Erde, wenn man hier so rumfährt, sieht eigentlich eher so ein bisschen sandig aus und sehr trocken. Aber nein, die hatten hier was ganz Tolles, nämlich die hatten Algen. Strände voller Algen, die angespült wurden. Und diese Algen wurden schon seit Jahrhunderten aufgehakt, eingesammelt und als Dünger für die Felder genutzt. Und das war im Prinzip das, was dann später erst im 19. Jahrhundert mit dem industriellen Dünger kam. Die Explosion dieser Erträge in der Landwirtschaft, das hatten die Bretonen schon hier. Hinzu kommt ein sehr mildes Klima durch den Golfstrom. Also all das machte die Bretagne reich. Und das führte auch zu einem enormen Bevölkerungswachstum. In dieser Zeit war hier die Bevölkerungsdichte in etwa vergleichbar mit der der Niederlande und Norditalien, also die bevölkerungsreichsten Gegenden. Und Bevölkerung hat immer dann auch was mit Reichtum einer Region zu tun. Also auch das wird dazu geführt haben, dass hier die Familie Barbier die Mittel hatte, um so ein Schloss zu bauen. So, und jetzt hätte ich beinahe noch vergessen aufzuklären, was es nun mit den Säulen der Gerechtigkeit auf sich hat. Sie signalisieren die höchste Rechtsprechung, weil sie ein Hinrichtungsort waren. Denn auf diesen Säulen, die im Dreieck angeordnet waren, konnte man Balken auflegen und an diesen Balken wurden Menschen, die verurteilt wurden, zum Tode verurteilt wurden, erhängt. Eine dort angebrachte grafische Darstellung verdeutlicht das noch etwas mit Hilfe von sehr glücklichen Erhängten. Wie reich und mächtig die Familie Barbier gewesen sein muss, das erkennt man auch hier an diesem Gebäude hinter mir, immer noch im Park befinde ich mich. Nämlich, das ist ein Taubenschlag. Was ist an einem Taubenschlag so besonders? Dazu muss man wissen, dass in Frankreich, im vorrevolutionären Frankreich, insbesondere in der Bretagne, so ein Gebäude nur Adlige haben durften. Das wurde per Gesetz so definiert und dann auch noch gab es Bestimmungen, welche Größe ein Taubenschlag haben durfte, je nach Flächenbesitz. Und hier passten 1000 Tauben rein. So viele konnten dort nisten. Was war toll an einem Taubenschlag? Man hat das ganze Jahr über Fleisch, lecker Taubenbraten. Man brauchte auch sich nicht groß um die Tiere zu kümmern, denn die nisteten davon selbst. Die flogen oben dann raus. Da ist eine Öffnung, sehen wir gleich. Möglicherweise hat man auch die Taubeneier gegessen, weiß ich nicht. Und was aber noch ganz wichtig war, man hat den Taubenkot rausgekratzt und als Dung verwendet. Also vielfach ist das Ganze nützlich gewesen. Mit der Französischen Revolution wurde dieses Recht, dieses ausschließliche Recht der Adligen dann aufgehoben und danach wurde das Taubenzüchten sehr populär, auch bei einfachen Bauern, vermutlich weil es vorher verboten war. Hier sind immer noch Tauben, die nisten, vermutlich aus eigenem Willen, wenn ich das so sagen darf. Und wir können mal reinkriechen und uns das von innen anschauen, wobei ich sagen muss, das ist nicht sehr angenehm. Ihr werdet es gleich sehen. So sieht das aus. Ihr seht die Nistlöcher, in denen die Tauben dann brüten können. Und wir sehen oben das Ausflugsloch. Und boah, wenn ich mir vorstelle, jetzt hier 1000 Tauben. Ich möchte nicht derjenige gewesen sein, der hier reingeht jeden Tag und das sauber macht. Schaut mal, hier liegen noch schon ein paar Tote rum. Also kein so schöner Ort. Ich befinde mich jetzt hier auf einem begehbaren Arkadengang an der Eingangsseite hier zum Schloss. Von hier aus kann man in den Schlossinnenhof blicken und die drei Flügel dieses Renaissance-Schlosses bewundern. Das machen wir auch gleich, aber vorweg ein paar Worte zur Renaissance. Wie ihr sicher wisst, war die Renaissance eine Art Revolution der Anschauung von der Welt, ausgehend von Italien im 15. Jahrhundert. Man entdeckte die Antike wieder und zwar hatte das Auswirkungen auf alle Kunstrichtungen, auf jegliche Formgestaltung, aber natürlich auch vor allem auf das Denken. Und die Franzosen waren eine der ersten, die
das kennengelernt haben, denn sie haben viel Kriege geführt in Italien im 15. Jahrhundert und waren gewissermaßen live dabei bei der Entstehung der Renaissance. Und die französischen Könige haben das dankbar mit aufgenommen. Sie haben ja sogar Leonardo da Vinci eingeladen, der seine letzten Lebensjahre in Frankreich verbracht hat. Architektonisch der bedeutsamste Niederschlag der Renaissance-Architektur vermutlich sehen wir in den Loire-Schlössern. Aber eben auch hier in diesem Schloss. Und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich hier in diesem Schloss Renaissance? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich blicke jetzt hier hinunter auf den Innenhof des Schlosses und hier kann man wunderbar einige wesentliche Elemente der Renaissance-Architektur erkennen. Als erstes muss man sagen, dass Renaissance-Architektur geprägt ist von einem absoluten Symmetriegedanken, also fast schon mathematisch gedacht. Das ist natürlich hier nicht ins letzte Detail umgesetzt, aber dennoch sehen wir einen sehr symmetrischen Aufbau, wobei ihr euch nicht täuschen lassen dürft, denn hier hinten, das Ganze ist eine Ruine. Wir haben also symmetrische Flügel rechts und links, einmal rechts, einmal links und dann einen großen Bereich auf der gegenüberliegenden Seite hier. So, das Ganze ist also grundsätzlich erstmal von den Achsen her symmetrisch angelegt. Und das zweite wichtige Element ist, dass alles vom Innenhof aus gedacht wurde und angelegt wurde. Also das ist auch ein wesentliches Merkmal der Renaissance. Alles gruppiert sich sinnvoll hier um diesen Innenhof und hat architektonische Bezüge dorthin. Wir sehen weiterhin die Verwendung von Säulen, auch so ein Spezifikum, Säulen und Pilaster, entweder tatsächlich mit tragender Funktion oder eben auch nur eine gestaltische Funktion. Sehr schön hier dieser Brunnen, also ein typischer Renaissance-Brunnen, sehr verspielt, eben mit drei Säulen. Hier unten, da oben auch noch so ein kleiner Säulenaufsatz. Wir sehen hier Säulenelemente an dieser Balustrade. Wir haben ansonsten hier rechts unten so Arkaden. Auch das typisch Renaissance-Bau, und zwar mit halbkreisförmigen Bögen. Sehr schön zu sehen. Teilweise finden wir es auch an den Fenstern wieder. Die Fenster sind überhaupt sowieso sehr wichtig. Also hier ist nichts von irgendwie gotischen Spitzbögen zu sehen. Im Gegenteil, wir haben entweder an den Fenstern hier so waagerechte Stürze oder eben solche dreieckigen oder Rundbogenkapitelle. Und das sind im Prinzip so Miniaturformate von römischen Tempelkapitellen. Wenn ihr euch das mal anschaut oder euch daran erinnert, dann ist der Bezug ziemlich deutlich. Und zu guter Letzt, was noch auffällt und ganz wichtig ist für die Renaissance-Architektur, ist nämlich die Bauweise. Wir sehen hier ein Mauerwerk, das geprägt ist von großen, geradlinigen, verlegten Quadermaterial. Also man hat nicht mehr irgendwie einzelne Steine, so wie beim mittelalterlichen Burgbau, noch zusammengebastelt, sondern das hat ja alles eine gleichmäßige, ebenmäßige Form. Man sieht den Unterschied sehr schön, wenn man sich das Mauerwerk der Befestigungsmauern hier drumherum anschaut, denn das ist noch im, ich sag mal, alten mittelalterlichen Stil gebaut worden. Das Schloss ist zwar wunderbar saniert, aber dadurch, dass es fast 100 Jahre im Prinzip nur ausgeplündert wurde und als Ort für Baumaterial teilweise genutzt wurde, finden wir im Innenbereich kaum noch irgendetwas Originales. Also das ist gewissermaßen hier der Rohbau. Wir finden die Strukturen der Räume und Ähnliches. Man kann ein paar Sachen zuordnen. Es gibt eine kleine Kapelle, die Küche und so weiter ist sichtbar. Auch die Herrschaftszimmer, aber es gibt keinerlei Möbel, keine kunstvollen Verzierungen, keine Malereien. Also es ist wirklich der reine Rohbau, der hier zu besichtigen ist. Es gibt teilweise solche Sonderausstellungen, die dann zu sehen sind. Insofern gibt es jetzt hier auch gar nicht so viel zu zeigen aus dem Innenbereich, aber natürlich sollte ihr einen Eindruck erhalten. Und deshalb gibt es jetzt hier ein paar fotografische Impressionen von meinem Rundgang hier durch das Schloss.
Wir haben jetzt das Schloss selbst, das wunderschöne Renaissance-Bauwerk, bewundern können. Aber was für mich eigentlich das ganze Ensemble hier so besonders macht, ist das, was ihr hinter mir hier seht, nämlich die dazugehörige Verteidigungsanlage. Und das ist durchaus ungewöhnlich, muss man sagen, weil wir uns in einer Zeit befinden im 16. Jahrhundert, wo die ursprüngliche Funktion der Burg als Herrschaftssitz, als Rechtssitz eines Grundherrn und gleichzeitig als Ort für Verteidigung dieser Herrschaft, wo diese Funktion auseinandergeht und man eigentlich vor allem nur noch Schlösser baut plus gesonderte Bastionen, Festungsanlagen, Fortifikationen. Hier haben wir das noch gemeinsam und zwar State of the Art, also nicht mehr mittelalterlich, sondern wir haben hier schon eine frühneuzeitliche Befestigung rundherum. Warum wurde das gemacht? Das war mit Sicherheit nicht irgendwie nur ein Spleen oder weil man es schön fand, sondern das war erforderlich. Denn das 16. Jahrhundert war in Frankreich alles andere als friedlich. Und wir befinden uns im Jahr 1570, also als dieses Schloss hier gebaut wurde, mitten in ja, bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Die sogenannten Hugenottenkriege tobten hier oder die Ligakriege in Frankreich. Es waren 8 Kriege, die so innerhalb von 30 Jahren stattfanden. Im Prinzip, man könnte glaube ich sagen, ist das sowas wie der 30-jährige Krieg in Frankreich. Denn wie der 30-jährige Krieg bei uns, auch er hatte eine religiöse Grundmotivation, war aber vermischt mit machtpolitischen Fragen innerhalb von Frankreich. Das alles zu erklären, ist viel zu kompliziert, würde viel zu weit führen, aber auf jeden Fall muss man davon ausgehen, dass diese Kriegszustände, denn auch die Bretagne war Teil dieses Ligakrieges, dass diese Kriegszustände den Bauherrn veranlasst haben, sowas hier zu bauen. Also was sehen wir hier genau? Wir sehen einen tiefen Trockengraben, wir sehen eine ruhende Brücke, die den einzigen Zugang darstellt zu dem ganzen Ensemble. Wir sehen eine wirklich sehr mächtige Mauer, auf der Innenseite noch durch Erdaufschüttungen verstärkt. Und oben gibt es dadurch Plattformen, auf denen auch Kanonen stehen konnten. Und wir sehen, das Ganze ist im Übrigen trapezförmig aufgebaut, und wir sehen an den Ecken gesonderte Bastionen, die auch so ein bisschen vorgelagert sind, sodass man wirklich Angreifer auch in die Flanke schießen konnte. Und die Bastionen sind dann auch selbst noch was Besonderes, denn in ihnen befinden sich Kasemattengänge. Sie haben verschiedene Ebenen. Man sieht das vielleicht hier an den Schießlöchern, wo also auf verschiedenen Ebenen mit zum Beispiel Arkebusen die Angreifer beschossen werden konnten. Und in diese Kasematten kann man sogar reingehen, und das machen wir jetzt. So, dann kriechen wir mal rein. Das Ganze nur 1,50 Meter hoch, aber die Menschen damals sollen ja angeblich deutlich kleiner gewesen sein. Ihr seht, wie breit dieses Mauerwerk ist, beziehungsweise eigentlich ist es nur Außenmauern und in der Mitte eben Erdaufschüttungen, aber die halt das Ganze zu einem mächtigen Wall gemacht haben. Und hier sehen wir so eine kleine Schießöffnung auf der unteren Ebene. Hier links geht es dann direkt noch in diesen Eckbereich, in dieses Eckkastell. Mit Öffnungen in ganz verschiedene Richtungen. Aber wir können auch noch hochgehen. Nämlich hier. Nee, runter, wie es aussieht. Okay. Und damit sind wir in der unteren Ebene. Die wird sicher auch als Lagerraum genutzt worden sein. Auch hier können wir vielleicht hinaus verteidigen. Aber vor allem hier kann man die Torseite, die Torbrücke flankieren. Ich befinde mich jetzt zum Abschluss meiner Runde hinter dem Schloss, von wo aus man hier nochmal wunderbar diesen zerstörten Flügel sehen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist es dazu gekommen?
Es stellt sich die Frage nach dem Schicksal des Schlosses und ihrer Besitzer. Und ihr ahnt es schon, das Ganze ist sehr wechselhaft, der Lauf der Geschichte gewesen. Wir haben ja schon die Barbiers kennengelernt, die dieses Schloss gebaut haben, die die Grundherren dieses Landes waren. Und die konnten erst einmal richtig Eindruck machen mit diesem Bauwerk. Französische Könige waren hier zu Besuch, waren schwer begeistert vom Château de Kergéan. Und auf dieser Basis konnten dann auch die Barbiers die Anfrage, den Antrag, die Bitte stellen an Ludwig den 13., der war es dann schon im Jahr 1618, ob sie nicht einen Titel bekommen, einen besonderen Titel, den Titel des Marquisat. Also, ob sie sich nicht Marquis nennen dürfen. Dazu muss man wissen, was es damit auf sich hat. Marquisat ist das, was wir kennen als Markgraf, also Markgrafschaft. Das war eigentlich in mittelalterlichen Zeiten, zu Zeiten der Karolinger und auch bei uns, ein Lehen, das vergeben wurde, das am Rande des Reiches lag, was mit besonderen Verteidigungsfunktionen oder Verteidigungsaufgabe versehen wurde. Da sollte die Grenze beschützt werden. In der Frühneuzeit war das nicht mehr so, sondern es war tatsächlich dann nur noch ein symbolischer Titel, der anfangs doch auch von größerer Bedeutung war. Sonst hätte man sich nicht darum beworben als Grundherr, der im Laufe der Jahrhunderte aber sehr inflationär vergeben wurde. Und kurz vor der Französischen Revolution war es teilweise so, dass sogar bürgerliche Marquis werden konnten, dass man überhaupt gar keinen Überblick mehr hatte, wer eigentlich Graf und Marquis in Frankreich war. Das war also nicht mal mehr gebunden an Grund- und Bodenbesitz. Damals war es aber noch was anderes und insofern trugen sie mit Stolz den Titel Marquis von Kergéan. Wie immer, in solchen Familiengeschichten gibt es dann irgendwann ein schwarzes Schaf, das nicht mit Geld umgehen kann, das alles verprasst und verscherbelt und verpfändet. So einen gab es auch in der Familie Barbier, der wurde dann tatsächlich sogar verhaftet und hingerichtet und man entzog der Familie diesen Titel des Marquisats dann. Allerdings gab es dann wieder Erben und eine Dame, die wiederum auch noch aus dem Hause Barbier. Die hat dann im 18. Jahrhundert das wieder zu neuer Blüte gebracht. Sie hat geheiratet und dann gab es einen Wechsel. Sie hat geheiratet, da muss ich auf meinen Zettel mal gucken, einen Quartanscourt im 18. Jahrhundert. Die haben das also wieder saniert, das Ganze. Und in der Hand dieser Quartanscourts blieb es dann bis zur Französischen Revolution und wurde dann so ein typisches Anwesen eines französischen Landadligen. Und gerade die bretonischen Landadligen, da gibt es so klischeemäßige Vorstellungen, also fett, ein bisschen ungehobelt, dekadent, Gutsbesitzer und so weiter. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Und gerade diese Adligen und ihre Macht und Herrschaft, die zog natürlich die Wut und die Feindschaft derjenigen auf sich, die die Ideale der Französischen Revolution da vertreten haben. Und das führte dann auch hier zu Umbrüchen, führte dazu, wie überall im Land, dass die Schlösser besetzt wurden. Auch dieses Schloss wurde besetzt von Revolutionssoldaten. Es gibt richtig ein Schriftstück, ein Schreiben der damaligen Marquis. Ich weiß gar nicht, ob das auch die weibliche Form ist. Also der Dame des Hauses, die überlebt hatte. Ihr Mann war gestorben. Sie war 70-jährig zu dieser Zeit, die sie beschwert hatte und beschrieben hatte, was die Soldaten hier, wie die hier gehaust haben und was sie getrieben haben. Sie selbst musste dann fliehen. Also sie wurde hier vertrieben und ist dann tatsächlich, also hat sich versteckt in den 70er, 90ern und wurde dann, also ich glaube 92 oder 93, aufgefunden, erkannt und starb dann in Brest auf der Guillotine, wie so viele französische Adlige. Dieses Haus wurde dann erstmal tatsächlich Garnison oder Stützpunkt von französischen Revolutionssoldaten und die haben hier richtig gewütet, denn es hielt sich so die Legende, dass die Adelsfamilie hier irgendwie Schätze noch aufbewahrt haben müsste, weil die sehr erfolgreich und gut gewirtschaftet haben. Und deswegen haben die hier alles rausgerissen, die Fußböden rausgerissen, das Inventar geplündert und versucht, irgendwo diesen Schatz des Schlosses zu finden. Gab es allerdings nicht. Übrig geblieben blieb dann eine Bruchbude. Irgendein Erbe kam dann im 19. Jahrhundert noch um die Ecke,
dem das dann wieder zugesprochen wurde oder der es für günstiges Geld zurückgekauft hatte vom Staat. Und der hat aber hier auch nicht mehr leben wollen, sondern er hat dann angefangen, hier wirklich alles, was noch da war, Steine, Balken, Bretter und so weiter, zu verkaufen und zu Geld zu machen. Insofern war es also im 19. Jahrhundert mehr oder minder eine teilweise noch bewohnte Ruine, bis dann irgendein Nachfahre oder eine Frau war es dann wieder im Anfang des 20. Jahrhunderts das Ganze an den französischen Staat übergeben oder verkauft hat. Und dann wurde es Nationalerbe und wieder saniert, restauriert, soweit es möglich war und heute der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ja, liebe Leute, das war's von mir hier aus der Bretagne. Das war mein kleiner Rundgang durch das Château de Cargan. Verbunden mit einem kleinen Einblick in die interessante bretonische und französische Geschichte. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Die Bretagne kann ich als Reiseziel nur jedem ans Herz legen. Erkundet sie selbst. Also in diesem Sinne macht's gut, bis bald, euer Steinballen.